Ein großes und wahrscheinlich unlösbares Problem ist das Patientenaufkommen in einer Rettungsstelle oder auch zentralen Notaufnahme. Tatsächlich nimmt das Patientenaufkommen in vielen Rettungsstellen in Deutschland stetig zu. Das liegt leider auch daran, dass Notaufnahmen gerne mal eben als schnelle Möglichkeit gesehen werden, einen Arzt zu konsultieren. Geht schneller als beim Hausarzt, haben wir schon oft gehört. Dabei wird offensichtlich der Begriff Rettung und Not nicht ganz richtig verstanden. Das führt dann zur Überlastung in den Rettungsstellen und Unzufriedenheit, sowohl auf der Seite der Patienten als auch bei den Angestellten, also beim Pflegepersonal und bei den Ärzten. Wann sollte man eigentlich wirklich in die Notaufnahme gehen? Und was genau solltet ihr machen, wenn ihr rausgefunden habt, dass ihr eben doch nicht hingehen braucht? Das ist Marcel. Ja, und also ich bin wenigstens Timo. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Wir beide, wir sind seit über 10 Jahren Ärzte. Und bei uns bekommt ihr alltagsrelevante medizinische Themen als Schmerzmittel in der Rettungsstelle in den Rachen geworfen. Als erstes vorweg: Dieses Video soll eher informieren und nicht verhindern, dass jemand, der sich unsicher ist, sich auf den Weg in eine Notaufnahme begibt. Wenn ihr tatsächlich den Verdacht habt, dass bei euch eventuell eine akute, ernstzunehmende Erkrankung vorliegt, bei der Zeit eine große Rolle spielt, dann einfach hingehen. Leider kommt es jedoch immer wieder vor, dass Patienten, die bereits seit Jahren. Ja, das meinen wir ernst. Seit Jahren. Also nochmal, wir sprechen davon, seit Jahren diese Beschwerden haben. Denken wir doch jetzt einfach mal, die haben jetzt Rückenschmerzen. Und diese Rückenschmerzen, die bestehen jetzt seit Jahren. Seit Jahren. So, und jetzt sei einfach mal Samstagnacht, 1:30 Uhr. Die Rückenschmerzen sind schlimmer geworden. Da. Und diese Rückenschmerzen, die sind jetzt schlimmer geworden. Und die Leute gehen in die Notaufnahme und sagen: Ich habe Rückenschmerzen. Seit wann sind die denn aufgetreten? Seit Jahren. Aber jetzt sind sie schlimm. Leute, wir wollen uns hier nicht krass lustig machen, aber es gibt halt so Situationen, wo. Also ich bin ja Anästhesist, ich sitze nicht so oft in der Notaufnahme, aber es gibt jemanden auf der anderen Seite, der schon viele Nächte in der Notaufnahme gesessen hat. Und ich kann es bestätigen, das ist so ein alter Klassiker, der Patient, der nachts um 3 kommt mit schon seit Jahren bestehenden Rückenschmerzen. Und ihr müsst das verstehen. Das ist nicht gut. So, jetzt bist du wieder dran. Selbstverständlich wird dann auch erwartet, dass das Personal verständnisvoll und gut gelaunt ist. Das mit der guten Laune ist dann sowieso schon schwierig genug, weil viele Ärzte in vielen Krankenhäusern gerade nachts schon viele Stunden Arbeit in einer völlig überfüllten Rettungsstelle hinter sich haben. Beispielsweise, weil sie 24-Stunden-Schichten haben. Weitaus die meisten Patienten, die in eine Rettungsstelle gehen, werden anschließend wieder entlassen. Also noch an dem Tag, an dem sie in die Rettungsstelle gegangen sind. Also wurden sie wahrscheinlich nicht wirklich gerettet. Bis sie dann allerdings an diesem Tag einen Arzt gesehen haben, mussten sie sehr wahrscheinlich mehrere Stunden warten. Und dann sind sie auch noch verärgert. Nochmal, Leute, wenn ihr wirklich krank seid und der Shit ganz plötzlich auftritt, besorgniserregend schlimmer geworden ist, dann gehört ihr in ein Krankenhaus. Das wollen wir hier niemandem abreden. Aber schauen wir uns doch einfach mal das Ganze in Ruhe an. So, aber woran erkenne ich denn nun, ob ich den Weg zum Hausarzt einschlagen soll oder den kassenärztlichen Notdienst anrufen sollte oder aber in eine Notaufnahme gehöre? Diese Frage ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten und wir geben hier lediglich eine grobe Richtung vor. Es gibt so ein Cartoon von rippenspreizer.de. Das sind unglaublich gute Cartoons, die Medizinstudenten auf dem ganzen Weg durchs Studium immer wieder begleiten und einfach überspitzt und völlig humoristisch überzogen alltagsrelevante medizinische Themen aufs Korn nehmen. Und genau bei rippenspreizer.de gibt es auch einen Cartoon über das Thema, wann geht man eigentlich in eine Notaufnahme und wann eben nicht. Das Ganze ist, und ich betone nochmal, es ist humoristisch gemeint, in 4 Punkte aufgeteilt. Erstens, etwas ist ab, was dran sein sollte. Zweitens,
etwas ist drin, was eigentlich draußen sein sollte. Drittens, etwas lässt sich bewegen, was eigentlich fest sein sollte. Oder viertens, es bewegt sich einfach gar nichts mehr. Natürlich ist das Ganze jetzt stark vereinfacht und ganz so kann man es nicht stehen lassen. Das soll ja auch nicht die Message sein. Aber trotzdem ist da schon einiges Wahres dran. Es wird immer wieder vergessen, dass es einen kassenärztlichen Notdienst gibt, den man unter der Nummer 116 117 abends und nachts sowie an allen Wochenenden anrufen kann und der eben auch für Notfälle gedacht ist. Die 112 hingegen, die ist für wirklich lebensbedrohliche und damit auch lebensrettende Notfälle gedacht. Also, immer wenn ihr die 112 wählen wollt, solltet ihr euch vorher fragen, wie dringend ist das eigentlich? Denn jeder Rettungswagen und jeder Notarzt da draußen, der für einen nicht lebensbedrohlichen Notfall rausfährt, kann für einen wirklichen Notfall in dem Moment nicht zur Verfügung stehen. Kurze Anekdote mal dazu. Ich hatte einmal mitten in der Nacht, das ist schon sehr viele Jahre her, eine Patientin in der Rettungsstelle, Mitternacht, weil sie ihren Ring nicht mehr vom Finger bekam. Zuvor hatte sie Besuch zu Hause und beim Abschied hatte dieser Besuch ihre Hand ein wenig zu fest gedrückt, sodass der Finger leicht wehtat. Sie versuchte daraufhin, den Ring vom Finger zu nehmen und weil das nicht so leicht ging, schwoll er dann an. Der ging dann wirklich nicht mehr ab und wurde dann in einer einstündigen Sägeorgie von mir entfernt. Der Punkt ist aber, sie hat sich dafür weder in ein Auto gesetzt, noch in den öffentlichen Nahverkehr oder ein Taxi gerufen. Sie hat die 112 deswegen angerufen und kam mit einem Rettungswagen. Das ist echt traurig. Das ist richtig traurig. Aber den größten Unmut kassiert man in der Notaufnahme, weil die Patienten zu lange warten müssen. Insbesondere kommt es immer wieder vor, dass sich Patienten aufregen, dass andere Patienten nach ihnen gekommen sind, aber vor ihnen drankommen. Auf der einen Seite muss man dabei betrachten, dass man natürlich auch von unterschiedlichen Fachrichtungen behandelt wird. Das heißt, der eine geht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, der nächste zum Unfallchirurgen. Ich habe es richtig ausgesprochen. Hast du. Und außerdem wird in einer Rettungsstelle /Notaufnahme auch meistens, nahezu immer, eigentlich sollte es immer sein, eine Triage durchgeführt. Das heißt nichts weiteres, als dass nach den Angaben des Patienten oder des Rettungspersonals, die den Patienten bringen, eine Ersteinschätzung durch das Personal der Rettungsstelle erfolgt und diese nach Dringlichkeit dann die Patienten einteilen. Und das ist auch völlig richtig so und absolut indiskutabel. In der Rettungsstelle gibt es kein First in, First serve. Wer also wegen der chronischen Rückenschmerzen von vorhin, wegen eines Schnupfens oder wegen des feststeckenden Eherings da sitzt, der wartet halt länger als die anderen, die gerade den Arm verloren haben. Oder einen Herzinfarkt haben. Oder einen Schlaganfall. Oder jede andere Erkrankung. Wie vorhin gesagt, wollen wir niemanden daran hindern, in eine Notaufnahme oder Rettungsstelle zu gehen. Überlegt euch aber einfach vorher, ob es wirklich notwendig ist oder ob ihr gerettet werden müsst. Deswegen heißt das Ding auch Notaufnahme und Rettungsstelle. Also habt ihr jetzt mal unabhängig von den Beispielen aus dem Cartoon, da wird ja hauptsächlich auf Verletzungen eingegangen, beispielsweise eine akute Luftnot. Dann kann das zwar was Harmloses sein, aber durchaus gibt es mehrere lebensbedrohliche Erkrankungen, die zu einer akuten Luftnot führen können und das sollte man dann schon abklären. Und zwar in einer Notaufnahme. Wart ihr denn schon mal in einer Rettungsstelle oder in einer Notaufnahme? Übrigens, das heißt im Berliner Umland und in Berlin Rettungsstelle und überall sonst in der Republik Notaufnahme. Nee, bei uns heißt das auch zentrale Notaufnahme. Ach krass. Also ist das nur ein Berliner Ding, die Rettungsstelle, oder ist das wieder so ein UKB-eigener? Also ich weiß, im UKB heißt es Rettungsstelle. Ich selber war mal mit sehr jungen Jahren, ich glaube mit ungefähr 18, wegen Nasenblutens in einer Rettungsstelle. Also, ich bin hingegangen. Fail. Leute, und ich habe mir diese Woche, vorgestern, mein Bein völlig zerschreddert und ich bin zu meinem Hausarzt gegangen und der hat sich total gefreut, weil er mit 8 Stichen das Puzzle wieder zusammensetzen konnte. Jetzt mal unter vorgehaltener Hand. Wenn der junge Assistenzarzt in der Notaufnahme euer Bein näht oder stattdessen der Hausarzt, der seit 40 Jahren Berufserfahrung die Nadel ruhig durch die Haut führt,
Such es selber aus, wer es nähen soll. Hier einmal ein Bild von Timos Wunde. Wer von euch wäre denn damit zum Hausarzt gegangen? Kommentare. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Dann schreibt sie ebenfalls gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alter, das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Aber ich vermute mal auch, das Video wird ziemlich kurz. Ist egal, das wird ein gutes Video, weil wir gut sind. Vor allem wird es wichtig. Auf jeden Fall.